Bevor jetzt gleich das Video kommt, hier noch ein Terminhinweis. Ich habe es schon mal in diesem Kanal gesagt, nächstes Jahr im Februar, und zwar am 3. 4. Februar, findet in Düsseldorf eine Veranstaltung statt, zu der ich euch unbedingt einladen möchte. Und zwar die Kollegen von CapTrader veranstalten da die deutschen Optionstage. Es gibt auch eine Webseite dazu, deutsche-optionstage.de, und ich werde an allen zwei Tagen da sein. Am Samstag werden sehr, sehr viele Sprecher aus der oder Trainer, Coaches aus der Optionsszene in Deutschland Vorträge halten. Und da könnt ihr euch jetzt schon ein Ticket sichern, weil da gibt es jetzt diese Early Birds Tickets. Die sind also noch ein bisschen günstiger. Link mache ich euch mal hier unten drunter. Und am Sonntag dann, am 4. Februar, da gibt es verschiedene Masterclasses. Und das heißt, ihr könnt euch da anschauen, da gibt es verschiedene Themen. Ich werde da auch eine Masterclass halten. Masterclass, also das ist ein Vortrag, der geht ein paar Stunden, ich glaube 3 Stunden oder so. Und ich werde mit euch über das Thema regelmäßiges Einkommen mit Future-Optionen sprechen. So, wenn ihr euch das Ganze jetzt anschaut, werdet ihr Folgendes feststellen: Das kostet an dem Sonntag 100 Euro. So, und diese 100 Euro, die sind nicht für mich, sondern das ist das, was der Veranstalter bekommt. Das heißt also für Catering und Raummiete und das ganze Zeugs. Wir haben extra gesagt, wir wollen kein Geld da haben. Also wir wollen kein extra Geld haben, kein Honorar, nichts von euch. Und die 100 Euro muss allerdings der Veranstalter nehmen. Andere Veranstalter von solchen Masterclasses an diesem Sonntag, die verlangen da ein paar 100 Euro dafür, weiß ich jetzt nicht warum, wenn es eh nur um ein paar Stunden geht. Aber wir sagen, wir wollen da nichts haben. Und deswegen haben wir überlegt, Mensch, wie können wir das machen, dass ihr nicht mal diese 100 Euro bezahlen müsst? Und ihr müsst sie zwar bezahlen, aber ihr bekommt von uns für 100 Euro Geschenke. Also ihr bekommt für 100 Euro Geschenke. Schaut mal rein. Auch hier der Link zu dieser Masterclass ist unten drunter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da hinkommt. Erstmal, da können wir uns mal persönlich kennenlernen. Ich bin ja auch nicht immer so greifbar und ich sehe euch auch nicht immer, sondern ihr seht immer nur mich. Also das heißt, wir können uns da mal persönlich kennenlernen. Und wenn euch das Thema interessiert, regelmäßiges Einkommen mit Future-Optionen, dann meldet euch da an. Geht hin, gönnt euch diese zwei Tage, die deutschen Optionstage 2023, 3. 4. Februar in Düsseldorf. Ich sehe euch da. So, und jetzt zum eigentlichen Video von heute. Und zwar geht es hier um Möglichkeiten, wie könnte man denn an einer Abwärtsbewegung von Nvidia profitieren. Und den Ausschnitt, den ihr jetzt gleich seht, das ist aus einem Training von uns. Ihr seht auch das Datum am Anfang eingeblendet, das ist also nicht tagesaktuell, sondern das ist schon jetzt ein paar Wochen her. Warum? Weil da gerade die Situation, wie sie sich jetzt gerade darstellt, sich angebahnt hat, weil sich so entwickelt hat. Und wir haben gesagt, hey, wie könnte man davon profitieren? Was gibt es für verschiedene Möglichkeiten? Ist bestimmt ganz spannend für euch, weil wenn man einmal versteht, wie das funktioniert, kann man es auch für viele, viele andere Dinge nehmen. Also jetzt schaut euch das an. Viel Spaß bei dem Video. Haben wir die Nvidia und mir ist halt Folgendes aufgefallen, und zwar, lassen wir uns mal kurz einladen. So, wenn wir uns die Nvidia anschauen, dann wisst ihr, die ist gigantisch gelaufen. So, und jetzt habe ich mir als erstes mal angeschaut, hey, wie sieht die denn hier im Chart aus, im Langfristchart. Da sehen wir, die hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Monate hintereinander steigende Kurse gehabt. Jetzt ist das keine Garantie, aber es ist zumindest mal der Hinweis, dass man sagt, da wäre es jetzt auch normal, wenn die einfach mal ein bisschen konsolidieren würde, wenn die nur seitwärts geht. So, dann gucken wir uns mal hier den Tageschart an und dann sehen wir, die Aktie bricht hier aus auf ein neues Hoch. Also hier. Ich mache das mal ein bisschen dicker vielleicht. So, damit ihr das alle gut sehen könnt. Na komm. Will nicht. So, hier. Also die bricht hier auf ein neues Hoch aus und kommt dann aber wieder runter. Das heißt, das könnte auch hier ein bisschen Fake gewesen sein, was an der Stelle hier passiert ist. So, und jetzt ist natürlich schwierig zu sagen, hey, ich shorte diese Aktie. Warum? Weil der Trend gerade auch auf Wochenbasis ja immer noch vollkommen intakt ist. Also wenn ihr euch das anschaut hier, die war noch vor 3 Wochen am 52-Wochen-Hoch. Das sind nicht die Aktien, die man shortet. So, und deswegen kann man ja mal überlegen, wenn man jetzt unbedingt den Drang hat, sagt, hey, ich will da irgendwie was machen, was könnte man da machen? Und da könnte man natürlich jetzt hergehen, könnte sagen, okay, ich verkaufe hier oben
eine Call-Option, ne, bekomme ich Geld. Also wer Nvidia-Aktien hat, der sollte das vielleicht ohnehin machen. Wer aber keine hat, der verkauft einen nackten Call. Und nackter Call ist immer gefährlich. Warum? Weil es braucht, ihr habt das gestern bei Tesla gesehen, braucht bloß irgendeiner rauskommen und braucht nur zu sagen, hey, wir erhöhen mal unser Kursziel von Nvidia auf 785 und du siehst die Aktie 10% steigen und ihr zerhaut diesen Call hier oben. Also deswegen könnt ihr, wenn ihr das machen wollt, eigentlich nur eins machen. Ihr könnt, wenn, dann hier oben nur sogenannte Bear Call Spreads schreiben. Ne? Also eine Option verkaufen und dann darüber zur Absicherung eine kaufen. So, warum? Weil dann habt ihr das Risiko nicht, dass euch das Ding komplett um die Ohren fliegt, sondern ihr wisst dann, okay, hier oben an der Stelle habt ihr einen Call verkauft, das heißt, ihr wärt, wenn ihr die Aktie nicht hättet, ab dieser Stelle short, aber weil ihr hier einen Call gekauft habt, werdet ihr ab dieser Stelle wieder long, das heißt, ihr wärt dann wieder raus. Euer Risiko ist die Differenz zwischen diesen beiden Optionen abzüglich der Prämie. Und jetzt können wir nochmal hergehen und können uns das nochmal anschauen, ob das in irgendeiner Art und Weise Sinn machen würde. So, ob es da irgendwie was Vernünftiges gäbe. Und da gehen wir mal gemeinsam nochmal in den Option Trader rein. So, ihr seht, weil ich hier nichts stehen habe, ich habe da auch keine Position. Und jetzt können wir mal gucken, also die Aktie aktuell bei 455, das Hoch war bei 500. Wenn man jetzt hierher gehen würde, und ihr könnt das hier mit dem Strategy Builder ja immer ganz schön machen, wenn ihr hergeht und sagt, okay, die sind auch einigermaßen vernünftige Preis, ich habe jetzt hier mal kurze Laufzeiten genommen, ne? Wir machen es gleich nochmal mit einem anderen. Ich sage, das verkauft mir aus dem 500er und kauft dafür einen 510er. Euer Risiko von 500 auf 510 sind 1000 Dollar. 10 Punkte mal 100 Aktien sind 1000 Dollar Risiko. Ihr bekommt aktuell ungefähr 1,93 Dollar. Das heißt also 193 Dollar. So, und das heißt, ihr hättet, wenn ihr das noch abzieht, ungefähr ein Risiko von 800 Dollar, also ungefähr von 1 zu 4 habt ihr das Verhältnis, was wer immer mal Spreads macht, weiß, dass es eigentlich ganz okay ist. Jetzt können wir natürlich hergehen und sagen, okay, können wir das ein bisschen optimieren. Wenn er weiter weg geht, hier, dann macht das keinen Sinn mehr, ne? Weil wenn er jetzt hierher geht und sagt, okay, ich verkaufe jetzt beispielsweise den 540er dagegen, dann bekommt er zwar hier eine ziemlich große Prämie, das wird gleich hier kommen, aber das Ding ist einfach, also wir können mal ausrechnen, von 29 auf 350 sind 4, 5, ungefähr 570 Dollar, aber ihr habt natürlich hier auch 4000 Dollar Risiko. Also das macht überhaupt keinen Sinn, sowas zu machen. Also machen wir es weg. Was man noch machen kann, man könnte gucken, ob man längere Laufzeiten geht. Ne? Dass man sagt, hey, ich gehe davon aus, dass vielleicht die Nvidia bis Dezember einfach nur stabil bleibt. Die muss ja nicht mal zusammenbrechen. Ne? So, sondern dass die stabil bleiben. Da könnte man jetzt hergehen, könnte vielleicht sogar noch ein bisschen höher gehen, könnte sagen, okay, 500 war das hoch, gehe ich vielleicht noch ein bisschen höher, sage, ich verkaufe mir aus eine 520er und kaufe dann hier eine 530er als Beispiel. Ne? Und da seht ihr, da hat sich das ein bisschen verbessert. Immer noch 1000 Dollar Risiko, aber ihr kriegt jetzt ungefähr 250 Dollar. So, das heißt also, ihr habt nur noch ein Risiko von 750 Dollar, was ihr ungefähr habt. Oder, jetzt machen wir das mal raus, wenn ihr natürlich sagt, hey, ich will das noch ein bisschen längerfristig haben, gehen wir mal noch eine etwas längere Laufzeit. Was weiß ich, gehen wir hier bis in den, komm, wir machen es mal extrem, wir gehen mal hier ein Jahr im Voraus. So, und jetzt sagen wir hier, wir machen das gleiche Spiel nochmal. Das auf das hier. So, dann seht ihr, je weiter ihr in die Zukunft geht, das Risiko bleibt immer das gleiche, bloß die Prämie wird immer höher. Aber warum ist die Prämie höher? Aufgrund des höheren Zeitwerts. Ne? Und das ist natürlich jetzt schon wieder eine Wette zu sagen, in einem Jahr steht die nicht höher als heute. Schwieriger, ne? Aber so ein Trade könnt ihr halt auch mal laufen lassen, selbst wenn die euch mal kurz reinläuft, dann wisst ihr, also wer ist der totalen Überzeugung ist, Nvidia wäre jetzt irgendwie, muss jetzt fallen und der könnte das jetzt so machen. Also es ist definitiv einfacher, als wenn man die jetzt short tradet, weil dann muss man eben dran sitzen. Ich will es nur noch mal ganz kurz zeigen, jetzt hier, wenn man sich die Aktie heute anschaut und ich nehme uns das hier mal raus, wenn wir uns bloß mal den Intraday-Verlauf heute anschauen, die Aktie war heute auch schon mal vorbörslich, war die im Minus, ne?
So, und dann ist die jetzt sogar schon wieder ins Plus gedreht. Jetzt kommt sie gerade wieder ein bisschen runter. Das heißt für Trader, ja, die läuft gerade hier so schön wieder an. Jetzt wird sie wieder abverkauft. Also für Trader ist das momentan eine Welt. Da kann man die super schön handeln. Wer jetzt auch nicht von euch ein Trader ist, sondern eher ein Investor, aber irgendwie sagt, hey, ich will das mitmachen, der könnte das auf diese Art und Weise machen. Ich persönlich mache erstmal gar nichts. Ich schaue mir das Ganze an, weil wenn ich was shorte, dann möchte ich mehr sehen. Und ich sehe zwar hier jetzt ich sehe zwar hier diesen Fake-Ausbruch nach oben, aber ich sehe nicht, dass der Trend wirklich gebrochen ist. Wir sind unter dem 21er, wir haben einen 50er aufgesetzt. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, das sieht so super, super bärisch aus, ne? Und ich mag es nicht nur aufgrund einer Überzeugung, dass wenn ich sage, hey, die ist jetzt zu teuer, die hat zu viel Multiplen und so, dass man die da jetzt shortet, ne? Und ihr seht ja auch diese negativen Nachrichten. So richtig abgestürzt ist die ja wirklich nicht.